Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du dieses Video wieder mal eingeschaltet hast. Heute kommen wir zu dem finalen Schritt in unserem Rasenpflegeprogramm. Da, worauf immer jeder wartet, dass es endlich mit den Temperaturen klappt, dass man soweit den Boden und den Altrasen vorbereitet hat. Wir kommen heute zur Neuaussaat und heute werde ich diverse unterschiedliche Rasensorten bei mir mit unterschiedlichen Ansprüchen und unterschiedlichen Toleranzen in meinem Garten ausbringen. Also das heißt, in dem bereits vorbereiteten Altrasen werde ich diese mit einsäen, denn heute haben wir bereits schon über 20 Grad Celsius. Die Nächte sind zwar noch kühl, wir haben leider nicht die 10 Grad plus so wie gedacht, aber die Tagestemperaturen werden jetzt über lange Sicht immer so schön warm sein, sodass ich mir Hoffnung mache, dass, weil ich nämlich, wenn ich meinen Altrasen betrachte, der nämlich schon wieder kräftig am Sprießen ist, dass dann auch die Jungaussaat dann keimt und dann wurzelt und dass ich dann spätestens so, hoffe ich, in 3-4 Wochen doch einen recht schönen Jungrasenaufwuchs habe, wo ich dann auch schon mal die erste Maat dann sozusagen den ersten Rasenschnitt dann machen kann, damit ich dann auch später, und da bin ich Realist, ich denke so ungefähr in 5 oder 6 Wochen, ich dann auch wieder meinen Rasenmäherroboter aktivieren kann, damit der dann hier seine Bahn ziehen kann. Ja, deshalb unterschiedliche Rasensorten, ganz einfach, weil ich unterschiedliche Standortsbedingungen hier auf meinem Grundstück habe. Es gibt sehr schattige Plätze, es gibt eher recht feuchte Plätze. Dann gibt es Plätze, die sind sehr huminsäurebedingt durch den Abwurf von Nadeln von meinen Koniferen. Dann habe ich Standorte, wo wirklich sehr viel, fast ganztägig die Sonne drauf scheint. Also das heißt, sie sind sehr der Hitze ausgesetzt und damit auch verbunden mit der Trockenheit. Und vor allen Dingen auch meine Flachwurzler und starken Wasserzieher, wie meine eine Konifere, die Douglasie, sowie aber auch die Eiben. Aber ich habe auch noch eine Birke, die doch sehr viel Wasser zehren, was dem Rasen ja gar nicht so unbedingt gut bekommt. Und da ich auch nicht unbedingt möchte, dass ich immer stets und ständig jeden Tag wässer, weil das geht auch ganz schön ins Geld, das muss man mal ganz ehrlich sagen, habe ich mir halt vorgenommen, dass ich unterschiedliche Rasensorten pflanzen werde, dass dann dementsprechend auch viel tiefes Wurzelwerk ist und dann ich immer schön grünen Rasen haben werde, dann über das Jahr verteilt. Ja, ihr könnt mich jetzt dabei begleiten, wie ich das mache, und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. So, ich habe mich für unterschiedliche Rasenmischungen entschieden. Einmal habe ich hier eine normale Schattenrasensamenaussaat hier von der Firma Park. Die wird von Aldi vertrieben. Recht günstig. Habe mich deswegen für Schattenrasen entschieden, weil da sehr viel Festuca drin ist. Und Festuca ist ein Gras, welches sehr tiefgründige Wurzeln entwickelt, sodass es auch große Trockenheiten übersteht. Also Schattenrasen ist nicht nur unbedingt für Schatten geeignet, sondern auch für sonnige Standorte. Dann habe ich auch nochmal einen sehr trockenheitsresistenten Rasen, auch mit sehr viel Festuca drin, der eben halt für sehr trockene Gärten gedacht ist. Hat den großen Vorteil, selbst bei großer Hitze und Trockenheit und längerer Pause von Regen oder vom Wässern bleibt er immer schön grün, weil er sich eben halt über seine sehr, sehr langen Wurzeln die Restfeuchtigkeit aus tieferen Erdschichten holt. Dann habe ich mir bestellt die Komposat Nachsaat Rasen, also so ein Reparaturprogramm. Habe ich mir deswegen bestellt, weil ich hier einige Stellen im Garten habe, wo ich nicht unbedingt diesen trockenheitsresistenten Rasen brauche. Da brauche ich dann wiederum andere Sorten. Und dann habe ich hier unten, weil ich ja einen Rasenmäherroboter habe, habe ich diese Rasenmischung entdeckt, und zwar den Comfort Majestic Roborasen von der Firma Kiepenkerr.
Das ist eine spezielle Rasenmischung für Rasenmäherroboter. Also das heißt, dieser Rasen ist sehr, sehr schnitttolerant. Man kann ihn sehr kurz schneiden. Und vor allen Dingen, er verträgt es, wenn der Roboter täglich über ihn rüberfährt. Besser so als wie bei manch anderen Rasenmischungen. So, jetzt kommt es da für mich jetzt darauf an, wie ich jetzt diese vier unterschiedlichen Rasensorten, die ich jetzt hier habe, in meinem Garten am besten verteile. Und ich kann nicht einfach alles kunterbunt überall hinschmeißen, wo ich möchte, sondern ich gehe jetzt da ein bisschen mit System voran. An dieser Eibenhecke, da habe ich eigentlich immer relativ wenig Sonne, sodass ich mich entschieden habe, dass ich hier hauptsächlich die Nachsaatmischung von Komposat hier einbringen werde, sozusagen als Reparaturrasen. Das war mir sehr wichtig. Und dann hier vorne, wo dann der Rasenmäherroboter hier unter meinem Katzenhaus, wo jetzt noch die Steinstelen vorstehen, dann immer seine Ein- und Ausfahrt hat. Hier an dieser Stelle habe ich auch eine Situation, die eigentlich immer sehr, sehr trocken ist. Und hier habe ich vor, eher den Schattenrasen zu pflanzen. Dann eigentlich auf meiner gesamten Rasenfläche habe ich vor, dann eine Mischung zu machen und vor allen Dingen auch eine Mischung mit dem Roborasen. Und an dieser Stelle, wo ich auch noch meine riesige Douglasie habe, an dieser Stelle, wo auch hier vorne die Eibe steht, hier habe ich eigentlich immer die Situation, dass es sehr, 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 sehr trocken wird, weil eben halt auch dieser riesige Baum extrem viel Wasser zieht und ich eigentlich immer in all den Jahren immer das Problem hier hatte, dass der Rasen nie richtig gewachsen ist. Ich hatte hier immer extreme Probleme, stellenweise wurde es richtig sandig. Und jetzt habe ich die Hoffnung, dass ich hier dann meinen speziellen hitzeresistenten Rasen hinsetze. Also das heißt dann hauptsächlich die fast 70-prozentige Festuca-Mischung oder sogar fast 80-prozentige Festuca-Mischung mit den extrem tiefen gehenden Wurzeln, so 80 cm bis 1 Meter habe ich gelesen, können die tief gehen und die holen sich dann eben halt auch die Feuchtigkeit aus den tieferen Bodenschichten. Also das wäre dann sozusagen der Standort dann für meinen hitzeresistenten Rasensamen. Schauen wir mal, ob das dann so klappt, wie ich mir das alles vorstelle. So, jetzt wird es interessant, denn hier steht Grünfärbung gegen Vogelfraß. Und das ist tatsächlich so. Ich habe mir das jetzt mal angeguckt. Ich hole mal die Tüte hier raus. Und Tatsache, die Grassamen sind alle grün eingefärbt. Das soll wohl angeblich dazu führen, dass die Vögel sie nicht so gut sehen können und dass sie dann nicht weggefressen werden können. So. Und naja, schauen wir mal, ob diese Reparaturmischung das verspricht, was sie hält. Ich fülle sie mal in meinen Streuer. So. Und auf geht's. So, und jetzt versuche ich, ich mache es einfach, den Rasen für trockene Standorte, also der für sehr hitzeresistent sein soll und wo wirklich mal auch wenig Regen oder wenig Sprengwasser hinkommt und er trotzdem aufgrund seiner langen Wurzeln
halt die Möglichkeit hat, immer noch sein saftiges Grün zu behalten. Jetzt bringe ich diesen aus und den werde ich dann, wie ich vorhin gezeigt habe, an dieser einen Stelle vor allen Dingen ausbringen, wo ich meine riesen Douglasie habe, die extrem viel Wasser zieht. Und jetzt kommt die finale Mischung und zwar mein Kiepenkerl Comfort Majestic Roborasen, spezielle Rasenmischung für Mähroboter, verträgt kurze Schnittintervalle und der Rasenschnitt verbleibt auf der Rasenfläche. Naja gut, das tut der andere Rasenschnitt auch, aber der soll das eben halt besonders gut vertragen. So, den werde ich jetzt zum finalen Aussehen auf der gesamten Fläche verteilen. Also egal ob schattig, egal ob besonders Hitze ausgesetzt der Sonneneinstrahlung, sowie aber auch die normalen Ecken im Garten, den werde ich jetzt überall verteilen. Und zwar habe ich mir da genau die doppelte Menge bestellt gehabt, 2 Kilo und nicht so wie bei den anderen immer 1 Kilo. Und ich erhoffe mir, dass ich dadurch, weil ja Gräser oftmals auch unterschiedliche Färbungen haben, ich hoffe mir, dass ich dadurch sozusagen dann ein einheitliches Rasengrün auf der gesamten Fläche bekomme, wo dann die unterschiedlichen Grassaaten so in ihrer Farbtemperatur dann sich vermischen. Schauen wir mal. So, ich mische den jetzt auch mal. Was heißt, ich mische? Ich kipp den jetzt in meinen Streuer rein und dann geht's los. So, hier ist relativ wenig Festuka drin. Schauen wir mal, wie sich das dann nachher alles über das Jahr verträgt mit den ganzen Witterungsbedingungen, die ich bei mir dann in meinem Garten haben werde. Schauen wir mal, geht gleich los. So, Freunde der Sonne, jetzt habe ich es endlich geschafft. Die gesamte Grasaussaat, die habe ich jetzt ausgebracht. 5 Kilo waren das insgesamt. Wie ich ja eingehend sagte, habe ich unterschiedliche Witterungsbedingungen, naja, nicht Witterungsbedingungen, wie sagt man das? Voraussetzungen für den Standort da, wo das Gras wächst. Einerseits sehr heiße, sehr trockene Standorte, dann völlig beschattete und relativ feuchte Standorte, dann gemäßigte Standorte. Ja, und dann habe ich noch eine Allround-Mischung rübergebracht, wo ich hoffe, dass dann vom Farbton her sich das alles angleicht, weil Gras ist nicht gleich Gras. Es gibt helle Sorten, es gibt dunklere Sorten und von daher ist es schön, wenn man eine gleichbleibende Farbnuance hat, als wenn man nur hier einen Fleck, da einen Fleck und da einen Fleck hat. Es ist zwar alles dicht, aber sieht unterschiedlich aus und das muss ja nicht sein. Auf jeden Fall ist es Geschmackssache, mein Geschmack ist es nicht und von daher habe ich das alles gemischt. Ich habe das jetzt endlich geschafft. Es war wieder mal irgendwie, ich weiß auch nicht warum, immer total viel Arbeit und anstrengende Arbeit. Naja, wer weiß, vielleicht liegt es auch am Alter. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es hat Spaß gemacht. Es hat mir persönlich Spaß gemacht, euch wieder mit dabei gehabt zu haben, dass ihr was verfolgen konntet. Und naja, wie immer, ne? Der eine oder andere, der hat was für sich mitgenommen. Denkt dran, es gibt noch haufenweise andere Videos zu dem Thema Rasenpflege, wie ich vertikutiere, wie ich ansehe, wie ich dünge, wie ich kalke, wie ich aerifiziere, also wie ich den Boden belüfte. Das habe ich zwischendurch auch gemacht, darüber habe ich gar kein Video gemacht, weil sonst ich habe überhaupt gar keine Zeit mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das überhaupt alles noch schaffen soll. Also von daher, jetzt habe ich euch hiermit auf den Weg gebracht.
Und jetzt heißt es bei dem frisch ausgesäten Rasen, wässern, 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 denn nur ein feuchter Samenkorn ist auch ein Samenkorn, der anfängt zu keimen. Und wenn er zwischenzeitlich austrocknet, ist das gar nicht gut. Da kann sogar der Keim dann eingehen, wenn er mitten in seinem Keimungsprozess ist. Also jetzt heißt es feucht halten, feucht halten, feucht halten, den ganzen Tag über. Ich mache morgens um 6 meine Bewässerung, ich mache mittags eine Bewässerung und dann mache ich zum Spätnachmittag auch nochmal eine Bewässerung. Dreimal am Tag, jeweils eine halbe Stunde lasse ich jetzt meinen Gardena-Kontur-Rasensprenger laufen, damit ich hoffentlich dann in mehreren Wochen hier einen satt grünen, wunderschönen Teppich habe, an dem ich mich dann erfreuen kann. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, drückt die kleine Glocke, dann werdet ihr über das nächste Video von mir informiert, wenn ich eins dann hochlade. Und in dem Sinne wünsche ich euch viel, viel Spaß. Kommt gut in die Osterferien. Es ist ja jetzt wieder soweit. Wir haben wunderschönes Wetter. Ostern ist in einer Woche. Und von daher habt eine schöne Zeit und viel Spaß bei eurer Gartenarbeit. Tschüss.